Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cattle and Crops. Ja, es gibt Updates von Cattle and Crops, nämlich man soll jetzt Getreide säen können. Und ich habe das also im normalen Spiel ausprobiert, da geht es tatsächlich nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, hier in der Tech-Demo ist was Neues drin. Da soll man jetzt in den Feldhäcksler einsteigen können. Das ist, ja, Feldhäcksler. Also ich würde das Ding Mähdrescher nennen, nicht Häcksler. Das andere war ein Maishäcksler und das Ding ist neu tatsächlich, ja. Okay, steigen wir mal ein. Fahre zu Feld 4, wenn ihr mir sagt, wo Feld 4 ist. Da war die Karte, das haben sie irgendwo verschoben. Das musste ich jetzt nämlich suchen. Hier war die Karte. So. Feld 4. Ja, sehr schön. Das ist Feld 4. Das heißt, wir sind ja im Prinzip dann schon da. Das mal ein bisschen lauter hier. Ich möchte natürlich jetzt genau, dass wir auf diesen Punkt hier fahren, ne? Ich habe es nämlich ausprobiert, du kannst im normalen, ne, ich senke das Rohr bis ab, wenn ich vernünftig am Feldrand stehe und vorher nicht. So, rundum Landtüchten an. Also durch Drücken der Taste B passiert ja nicht sonderlich viel. Es dreht nicht und es mäht auch nicht. Jetzt geht er los. Da stand nichts von auseinanderklappen, ne? Mal davon ab hier. Ich glaube, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. So machen wir das jetzt hier. Ja, wie gesagt, im normalen Game würde es losgehen mit Getreide säen. Ich fahre dann mit der Sämaschine zum entsprechenden Getreidehändler. Das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwo im Netz gesehen, okay, das muss hier die Tech-Demo bietet das jetzt an hier. Da funktioniert es ja offensichtlich ganz okay. Oh,
vergessen, das Ding hochzuziehen. Na dann. Kann passieren, wa? Was fehlt Catlin Crops noch an so vielen Maschinen? Ich meine, das hier mit dem Staubnetz ist schon geil. Man kennt das ja, also ich bin ja auf dem Land groß geworden, wir hatten selber keinen Bauernhof, aber man kennt das ja mit dem Staub und so weiter und so fort. Funktioniert ja ganz gut, ne? Ich glaube, unser Drescher ist so breit, können wir das hier auch einmal wegmachen, oder? Wie sieht das aus? Einmal hier gerade durch, oder? Ah, nicht ganz. Schade. Nee, wir machen das jetzt zu Ende. Reagiert das Ding wieder nicht. Jetzt steht es. Ah, fahre zu Feld 5. So, wenn mir jetzt einer sagt, dass Feld 5 ist, aber da müsste normalerweise jetzt irgendwie was leuchten. Da vorne. Hey, 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 was ist das? Hallo? Das scheint ein Bug zu sein, da kommst du nämlich nicht raus aus der Nummer. Okay. Nein, es liegt nichts hier auf der Tasse, auf den Tasten. Es sind auch keine Schaltung an meinem Lenkrad. Kann man jetzt schalten? Quests verfügbar. Alle Quests. Jo. Das war dann eine kurze Folge. Hier kommen wir dann erstmal nicht weiter an der Stelle. Nee, das wird nicht. Also bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Spiel stürzt ab. Ist noch nicht so der wahre Jakob. Sind auch weit von der Zeit hinterher. Es fehlen noch so viele Maschinen. Bald kommt der Landwirtschaftssimulator 19. Gute Arbeit, Jungs, aber nach knappem Jahr Early Access immer noch nicht viele Maschinen. Jetzt hier dieser Bug.
Ich weiß es nicht. Grafisch alles in Ordnung, aber ihr müsst in die Hufe kommen, ganz ehrlich. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal, sage erstmal ciao, ciao.